Hallo, mein Name ist Alice Bankhoff und heute spreche ich über das Thema Lernen und Social Media. Wenn wir darüber nachdenken, wo haben sich Menschen früher getroffen? Tatsächlich war das in vielen Dörfern und Städten so, dass Menschen sich am Dorfplatz, am Hauptplatz oder am Marktplatz getroffen haben. Und heute, wie ist es? Weltweit, global gesehen, treffen sich Menschen online, in Communities, in Social Media, auf Plattformen. Ja, es gibt weltweite Phänomene, zum Beispiel TikTok. Plötzlich tanzen viele Jugendliche, weil sie diese Tänze in TikTok gesehen haben. Oder es gibt Trollfabriken. Das heißt, Menschen werden bezahlt, schlechte Nachrichten oder Meinungen anderer zu beeinflussen. Oder es gibt Filterblasen, wo wir uns einfach bestätigt fühlen, weil wir Menschen finden, die einfach unserer Meinung sind. Ja, das Internet prägt den Alltag. Es gibt so viele Dinge, die wir online machen, die wir früher nicht gemacht haben. Wir können uns unterhalten online. Wir teilen miteinander. Wir bilden uns sogar fort. Für die Arbeitswelt und für die Schule bedeutet das Änderungen. Für die Schule ein bisschen mehr, weil wir bisher noch nicht das gehabt haben, dass wir IT und EDV und Medien in Schulen hatten. Das bedeutet, wir müssen uns an neuen Dingen gewöhnen, wir müssen neue Dinge relativ schnell lernen. Für viele Lehrpersonen ist es Neuland. Wie sollen sie darauf reagieren? Na, die bekannte Reaktion, wenn es darum geht, etwas Neues, was möglicherweise Stress verursachen könnte, ist Fight, Flight oder Freeze. Das bedeutet Kampfstellung oder wir flüchten oder wir sind plötzlich in einer Art Schockstarre. Wir sind bewegungslos. Lieber sollten wir in Aktion treten, das heißt Achtsamkeit an den Tag legen, als Abstinenz oder Analphabetismus zu zeigen. Abstinenz oder Flight würde bedeuten, ich steige aus, ich bleibe im Analogen, ich lehne es ab, ich möchte mich gar nicht damit auseinandersetzen. Naja, das wird nicht wirklich gut spielen im heutigen Tag, weil einfach so viele Bereiche vom Internet betroffen sind. Oder Analphabetismus. Ja, es stimmt, man kann überleben, wenn man sich nicht so sehr damit auseinandersetzt, aber das bedeutet, man ist auf Hilfe angewiesen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen Aktion zeigen. Wir möchten aktiv zeigen, dass wir wissen, wie das geht, sich zu schützen. Wir wissen, wie das geht, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Dass wir sorgfältig sind. Dass wir begrüßen es, ein soziales Online-Leben zu haben. Dass wir proaktiv sind. Dass wir partizipieren, mitsprechen und mitgestalten. Denn das ist die Online-Community, das Online-Leben. Wir sind mündig, wir möchten partizipieren, wir sind eingebunden in Communities und wir haben eine Art Kultur online. Das bedeutet, dass wir unter anderem unsere Social-Media-Profile sicher gestalten. Wir überlegen uns im Vorhinein, wie wollen wir unsere Online-Identität gestalten und sicher. Welche Sicherheitseinstellungen werden wir eingeben? Und dass wir auch Privates privat einfach halten. Das bedeutet auch, dass wir gute Gewohnheiten in Social Media machen, dass wir das Urheberrecht beachten, dass wir Acht geben bei engem Kontakt mit Fremden und dass wir höflich und respektvoll kommunizieren. Was heißt es noch jetzt für Lehrende? Wie können wir Social Media im Unterricht einbinden? Natürlich, Fake News, Falschmeldungen. Können unsere Kinder und Jugendlichen Manipulationen erkennen? Hier gibt es viele Unterrichtsmaterialien online, zum Beispiel unter Ernst-Mach-Schule. Können wir etwas finden, wo wir Falschmeldungen im Netz erkennen können? Es gibt auch Webtools und Quizzes, die wir machen können im Unterricht, die das thematisieren. Oder Nachrichten. Wie werden Nachrichten überhaupt verbreitet oder vermittelt auf Social Media? Viele Menschen beziehen ihre Nachrichten über Social Media. Wie geht das? Hier können wir Twitter, YouTube, Newsfeeds oder Apps verwenden. Und dabei untersuchen, wie Hashtags entstehen und wie sie genutzt werden. Wie arbeiten Trolle im Internet? Hier können wir auch sehr, sehr viel finden online zu diesem Thema. Wir können Hass im Netz thematisieren, Rechtsextremismus, Trollfabriken und Online-Gewalt. Was lehrt uns das Phänomen Influencer? Wie verdienen sie ihr Geld? Wie vermarkten sie sich und warum? Hier können wir die Themen Selbstbild, Fremdbild oder Freundschaften, Online-Identität thematisieren. Wie wird im Netz kommuniziert? Im Netz verwenden wir Memes, Emojis, Jargon. Was bedeutet das für uns? Wie verändert das die Gesellschaft? Wissen ist Macht. Lernen wir mit und Social Media gemeinsam.